Vielen Dank. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, lieber Helmut Schmidt, lieber Gerd Schröder, lieber Egon Bahr, lieber Franz Müntefering, ich begrüße euch herzlich. Es ist mir wichtig, dass ihr heute da seid. Es ist eine große Unterstützung. Herzlich willkommen. Und dann will ich jemanden besonders herzlich begrüßen, nämlich Erhard Eppler, der heute seinen 86. Geburtstag feiert. Diesen Beifall, lieber Erhard, den hast du verdient, aber du bist damit längst nicht der Älteste in diesem Saal. Hier im Blumenstrauß. Herzlich geben. Alles Gute, pass auf dich auf. Vielen Dank. Liebe Genossinnen und Genossen, ihr habt in diesem Film die Stimmen von Bürgerinnen und Bürgern gehört, die in Deutschland leben, die in Deutschland arbeiten, die Wünsche und Erwartungen haben, die Sorgen und die auch Träume haben. Politik ist dafür da, Lebensentwürfe möglich zu machen. Politik ist dafür da, allen Menschen eine gleiche Chance zu geben, in Freiheit und in Selbstbestimmung ihr Leben gestalten zu können. Dafür treten wir ein. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die im nächsten Jahr voller Stolz ihr 150. Jubiläum feiert. Wir sind seit 150 Jahren die Partei, auf die sich die Menschen immer verlassen konnten, weil unsere Politik von Werten geleitet ist, von Werten, die unverbrüchlich sind, seit Werten, die über 150 Jahre nichts von ihrer Aktualität verloren haben. Es ging und geht nach wie vor um Freiheit und Demokratie, um Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt, um Gerechtigkeit und Respekt, um vor allen Dingen auch Frieden und Verlässlichkeit gegenüber unseren europäischen Nachbarn und Partnern. Die konkreten politischen Antworten, die konkreten politischen Lösungen, die wir anzubieten haben, die unterliegen in der Tat einem Zeitenwechsel und den jeweiligen Herausforderungen, die sich neu stellen. Aber unsere Werte verändern sich nicht. Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, diese Werte werden auch in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten unverändert unsere Richtschnur sein. In der Verpflichtung auf diese Werte bewerbe ich mich als Bundeskanzler für die Bundesrepublik Deutschland. Auf der Grundlage dieser Werte wollen wir, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Politik für die Zukunft unseres Landes machen. Immer dann, wenn Sozialdemokraten regiert haben, ging es diesem Land besser. Immer dann, wenn Sozialdemokraten regiert haben, haben wir dieses Land vorangebracht. Im kaiserlichen Obrigkeitsstaat haben wir zentrale soziale Errungenschaften teilweise aus der Illegalität durchgesetzt. Wir haben Reichskanzler Bismarck die
Krankenversicherung abgerungen. Wir haben 1919 die erste Republik, die erste Demokratie in Deutschland auf den Weg gebracht. Wir haben dabei das Frauenwahlrecht durchgesetzt und die 8-Stunden-Woche mit der Gewerkschaftsbewegung. Es war die Sozialdemokratie, die dies durchgesetzt hat. Heute wollen wir das Zwei-Klassen- oder sogar Drei-Klassen-System. Heute wollen wir das Zwei-Klassen- oder sogar das Drei-Klassen-System im deutschen Gesundheitswesen abschaffen. Und wir wollen gleiche Löhne für Frauen und Männer. Und wir wollen dafür, dass Arbeit aufgewertet wird und gerechte Löhne bezahlt werden. Und wir wollen dies wiederum durchsetzen mit der Gewerkschaftsbewegung und allen aufgeklärten politischen Kräften in unserer Gesellschaft. Wir waren es, die 1933 die erste deutsche Demokratie verteidigt haben, wo andere sich den rechten und den faschistischen Zeitgeist nicht nur angepasst, sondern sie haben sich dem sogar hingegeben. Im März des nächsten Jahres, genau am 23. März des nächsten Jahres, jährt sich zum 80. Mal die Rede von Otto Wels auf das Ermächtigungsgesetz der Nazis. Mit dem Satz, der nach wie vor einem den Atem stocken lässt. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Und es lohnt sich, die nachfolgenden Sätze zu lesen. Was für ein politisches Vermächtnis. Ja, ich bin stolz, ein deutscher Sozialdemokrat zu sein. Wir waren es, die deutsche Sozialdemokratie, die die Restaurationspolitik der Adenauerzeit mit ihrer Geschichtsvergessenheit gegenüber den Verbrechen der Nazis beendet und mehr Demokratie gewagt haben. Heute kämpfen wir gegen die Neonazis, die Straßen und Plätze in Deutschland unsicher machen, im Osten wie im Westen, die sogar vor Mord nicht zurückschrecken. Die Bundesregierung verharmlost diese rechte Gewalt, indem sie Rechte mit linker Gewalt gleichsetzt. Durch die Extremismusklausel erschwert sie sogar noch Initiativen gegen die rechte Gewalt, indem sie diesen ein Bekenntnis zum Grundgesetz abverlangt und sie damit unter einen Generalverdacht stellt. Wir werden diese Extremismusklausel abschaffen, wenn wir dran sind. Wir erwarten von der Bundesregierung auch, dass sie sich der Initiative der Länder zu einem Verbot der NPD anschließt. Wir wissen, dass alleine rechtliche Schritte die braune Soße noch nicht eindämmen, aber verzichten dürfen wir auf solche rechtlichen Schritte auch nicht.
Es war Willy Brandt, der in seiner großen Abschiedsrede, die ich mithören durfte damals in Bonn, der uns in einer unvergessenen Rede als Parteivorsitzender 1987 eindringlich hinterlassen hat: Freiheit ist nicht alles, aber ohne Freiheit ist alles nichts. Er hat mit seiner mutigen Ostpolitik unter Beweis gestellt, was Haltung in praktischer Politik angesichts der Spaltung unseres Landes bedeutet. Das Leben der Menschen konkret zu verbessern, Schritt für Schritt, und dabei gleichzeitig das Ziel, das große Ziel, die Einheit Deutschlands wiederherzustellen, nicht aus dem Auge zu verlieren. Wegen Willy Brandt bin ich vor 43 Jahren in die SPD eingetreten, weil ich empört war, wie die Konservativen ihn diffamiert haben, und weil ich begeistert war über seinen Mut, seine Weitsicht und seinen Einsatz, den Frieden in Europa zu sichern und das Leben in beiden Teilen Deutschlands erträglicher zu machen. Es war ein harter, langer, bisweilen erbitterter Kampf, auch gegen massive nationalkonservative Widerstände. Und mit Entsetzen habe ich vor wenigen Wochen einen Artikel in einem Magazin, einer Wochenzeitschrift gelesen, die deutlich gemacht hat, dass zur selben Zeit die reaktionären Kräfte in Deutschland eine Art privaten politischen Geheimdienst gegründet haben, um dieser Politik Widerstand entgegenzubringen. Eine Ungeheuerlichkeit, die erst Jahrzehnte später deutlich gemacht worden ist. Willy Brandt hat seine Politik durchsetzen können, weil er eine Haltung und Werte besaß, die sein Handeln leiteten. Und warum, liebe Genossinnen und Genossen, genießt Helmut Schmidt wie kein anderer ein so hohes Vertrauen und eine so hohe Verehrung in Deutschland? Nicht nur, weil die Menschen spüren, dass hier jemand etwas von dem versteht, was er spricht, sondern auch, weil sie spüren, dass er einen Kompass hat, der ihn sein ganzes Leben geleitet hat. Die Bürgerinnen und Bürger spüren, dass da jemand auf der Grundlage sittlicher Überzeugungen in Krisen genauso wie im politischen Alltag Politik gemacht hat für Deutschland und für Europa. Und deshalb darf er im Fernsehen auch rauchen. Offenbar nicht nur im Fernsehen, sondern auch hier, aber es sind, wie ihr alle wisst, ja auch Gesundheitszigaretten, es sind Mentholzigaretten. Wir waren es, liebe Genossinnen und Genossen, die in den 70er Jahren das Aufstiegsversprechen einlösten, dass es den Kindern einmal besser gehen sollte als den Eltern. Wir waren es, die in diesen 70er Jahren die Mitbestimmung in Deutschland ausgebaut haben und insbesondere die Selbstbestimmung von Frauen bei Schwangerschaften durch die Reform des § 218. Es war die deutsche Sozialdemokratie, die dies gemacht hat. Wir waren es nach 1998 mit der ersten rot-grünen Regierung unter Gerd Schröder, die der bleiernen Zeit von Kohl entgegengewirkt haben. Durch ein modernes Zuwanderungsrecht, ein Gesetz über die Gleichstellung, Gleichbehandlung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften, eine moderne Familienpolitik, die ersten Ansätze für eine ökologische Steuerreform und den Einstieg in ganztagsbetreute Grundschulen. All dies fand statt unter dem sozialdemokratischen Bundeskanzler Gerd Schröder. Heute wollen wir gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften auch steuerlich gleichstellen.
einen Rechtsanspruch auf flächendeckende Kinderbetreuung, nicht nur auf dem Papier, sondern tatsächlich. Und wir wollen dafür sorgen, dass in Deutschland geborene Kinder auch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Und lieber Gerd, wir erinnern uns alle an deine mutige Haltung, Deutschland aus dem Abenteuer des Irakkrieges herauszuhalten. Wofür du damals von einer CDU-Oppositionspolitikerin nicht nur im Inland, sondern unmöglicherweise sogar in Amerika angegriffen worden bist, wie wir nicht vergessen haben. Und heute sagen wir anders als die Bundesregierung, keine Waffen in Krisenherde, und das ist aktueller denn je. Und wir lassen uns auch nicht, liebe Genossinnen und Genossen, die Rendite der Reformpolitik der Regierung Schröder stehlen, die vielen ausländischen Beobachtern heute so vorkommt, als ob sie in einem Märchenland, in einem Deutschland wie Alice im Wunderland leben, weil wir es gewesen sind, die damals gegen Widerstände, trotz Schwierigkeiten, dieses Land vorangebracht haben. Auch das gehört zur Bilanz sozialdemokratischer Politik. Deutsche Politik muss wieder von Haltung und Werten bestimmt sein. Und das kann niemand besser als unsere Partei, die sich in ihrer langen Geschichte nie umbenennen musste. Anders als andere Parteien haben wir uns nie von einer Vergangenheit abnabeln oder Verantwortung für Vergangenes tilgen musste. Nicht die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Sozial und demokratisch sind wir und sozial und demokratisch bleiben wir. Der deutsche Wohlfahrtsstaat ist das große Projekt der deutschen Sozialdemokratie seit jeher. Er ist die Grundlage dafür, Marktwirtschaft und Gemeinwohl miteinander zu versöhnen. Dieser soziale Wohlfahrtsstaat ist keine Zutat, kein Luxus je nach Kassenlage, sondern die materielle Einlösung des Solidaritätsversprechens. Er erst macht Freiheit und Demokratie möglich. Und gäbe es sie nicht, würden die Konflikte in unserer Gesellschaft sehr viel unmittelbarer aufeinanderprallen. Gäbe es sie nicht, wäre die Friedensfähigkeit unserer Gesellschaft bedroht. Ich finde deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, dass wir Ferdinand Lassalle, August Bebel, Friedrich Ebert, Marie Juchatz, Hermann Müller, Otto Wels, Willy Brandt, Annemarie Renger, Gerhard Schröder und Regine Hildebrand es schuldig sind, in unserem Jubiläumsjahr wieder einen sozialdemokratischen Bundeskanzler zu stellen. Mehr noch. Wir sind es den Menschen in diesem Land schuldig, wieder einen sozialdemokratischen Bundeskanzler zu stellen. Es war immer unsere Stärke, den Problemen, wie ich zugebe, auch den gelegentlich selbstgemachten Problemen, nicht auszuweichen, sondern nach Lösungen zu suchen, die in die jeweilige Zeit passen. Das erwarten die Menschen von uns, und wir dürfen diese Erwartungen der Menschen nicht enttäuschen. Es ist das zentrale Thema unserer Zeit, liebe Genossinnen und Genossen, dass selbst Bürger, die sich früher sicher wähnten, mit einem guten Job, mit einer guten Ausbildung und ein bisschen was auf der hohen Kante, heute verunsichert und orientierungslos sind. Sie sind dies aus zwei Gründen. Erstens durch eine Finanz- und Bankenkrise,
die ihren Glauben an einen gezähmten Kapitalismus und das Vertrauen in eine soziale Marktwirtschaft erschüttert haben, weil sie zerstörerische Exzesse erlebt haben, die teilweise ganze Gesellschaften in den Abgrund treiben kann. Die Bürger registrieren sehr genau, dass Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert werden und dass sie die Letzten, die Steuerzahler sind, die für die Risikoignoranz von Fehlentscheidungen in Banken haften müssen. Sie registrieren sehr genau, dass ein wichtiges Element dieser sozialen Marktwirtschaft nicht mehr stimmt, nämlich dass Haftung und Risiko zusammenfallen. Damit muss Schluss sein. Zweitens spüren die Menschen, wie ihre Arbeit immer weiter entwertet wird. Lange Zeit war doch der Erwerb eines bescheidenen Eigentums auch für sogenannte Normalverdiener möglich. Die Kinder würden es einmal besser haben, wo inzwischen viele nicht mehr dran glauben, wie wir von einer Stimme eines Bürgers gehört haben. Die Kinder würden es einmal besser haben, man hat es selbst in der Hand, doch diese Gewissheit gerät inzwischen ins Rutschen. Das Missverhältnis zwischen Einsatz und Gegenleistung stimmt für viele nicht mehr. Die Menschen müssen immer gebildeter sein, immer mobiler, immer flexibler, sie müssen sich immer mehr anstrengen und zugleich müssen sie mit immer weniger zufrieden sein und kriegen auch immer weniger Rechte. Weniger Lohn, weniger Rechte, damit muss Schluss sein in dieser Entwicklung. Dazu kommen in der Tat steigende Kosten, wie wir gehört haben bei den Mieten, durch steigende Energiepreise, durch Zuzahlungen beim Arzt und durch steigende Kosten bei der Pflege. Hier besteht Handlungsbedarf und die Bundesregierung guckt nur zu. Die CDU, eine Partei übrigens, die gerne sich in einem Ritual der Werte ergeht, ist zu einer bloßen Machtmaschine geworden. Aber der bloße Machterhalt ist nicht die zentrale Aufgabe von Politik. Die Aufgabe von Politik ist es vielmehr, zeitgemäße Antworten auf die Fragen nach dem Zusammenleben unserer Gesellschaft und nach dem Zusammenhalt in Europa zu finden. Und genau dies bleibt diese Regierung uns und den Menschen schuldig. Der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU, Volker Kauder, hat diesen politischen Minimalismus erst jüngst genau auf den Punkt gebracht. Auf die Kanzlerin kommt es an. Nicht mehr. Auf die Kanzlerin kommt es an. Das ist die Verkürzung und die Entkernung der CDU und CSU zu einem reinen Wahlverein. Nicht mehr. Das einzige programmatische Angebot ist die Vorsitzende selber und sonst gar nichts. Die Kanzlerschaft von Frau Merkel ist der einzig übrig gebliebene Markenkern der CDU geworden. Ich kann keine Überzeugung, keine Haltung, keine durchgehaltene Linie finden, die sich um diesen Markenkern herum rankt. Politisch wirkt die Union seltsam orientierungslos. Also wohin soll die Reise gehen? Nicht nur in und mit Europa, sondern auch mit unserer Gesellschaft. Wie sieht der Gesellschaftsvertrag aus in dieser Republik, der diese Gesellschaft zusammenhalten soll, der die Bindekräfte dieser Gesellschaft stärkt? Nur mit Antworten auf diese Fragen lässt sich eine schlüssige und überzeugende Politik begründen, die Vertrauen schafft, die wichtigste Kategorie in der Politik, aber auch im Bankenbereich. Und beides ist verloren gegangen. Stattdessen werden Aufkleber von dieser Regierung erfunden. Das Jahr der Entscheidung, der Herbst des Vertrauens, Bildungsrepublik Deutschland, Energiewende, mehr Europa. Aber diese Etiketten kleben auf leeren Flaschen. Auf leeren Flaschen, und das meine ich ausdrücklich nicht persönlich.
Aber es sind nicht nur Etiketten, die auf leeren Flaschen kleben, sondern wir haben es dann auch mit dem Zynismus zu tun, eines Begriffes wie der Lebensleistungsrente. Oder wir haben es damit zu tun, dass grob irreführende Begrifflichkeiten geprägt werden, wie eine Lohnuntergrenze, die aber nichts zu tun hat mit einem flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Wir hören Popcorn-Sätze. Wir hören Popcorn-Sätze, in denen sich viel Luft und kaum Substanz findet. Das lässt Raum. Den kann sich jeder viel hineindenken. Das ist nicht anstößig, das ist nicht gefährlich. Das ist sehr risikolos. Anders als bei manchen meiner Sätze und Bilder. Aber bei Frau Merkel bleibt eben zu vieles im Ungefähren. Und das ist nicht ungefährlich. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat uns eins gezeigt, liebe Genossinnen und Genossen. Es ist etwas aus dem Lot geraten, in Deutschland und in Europa und in der Gesellschaft insgesamt. Das spüren nicht nur viele Menschen, das wissen und thematisieren auch viele in Wirtschaft, Wissenschaft, kluge Zeitgenossen. Und was genau scheint aus dem Lot geraten zu sein? Der Philosoph Michael Sandel hat dies auf eine, wie ich finde, ganz eingängige Formel gebracht. Er sagt, wir sind von einer Marktwirtschaft in eine Marktgesellschaft gerutscht. Die Marktwirtschaft ist ein bloßes Instrument. Die Marktgesellschaft ist eine Lebensweise. Eine Lebensweise, in der viele gesellschaftliche Bereiche einem ökonomischen Kalkül unterworfen werden sollten. Eine Marktgesellschaft, sie ersetzt Moral und Ethik durch Egoismus und Renditemaximierung. Das aber genau zerstört den Zusammenhalt und die innere Friedfertigkeit einer Gesellschaft. Und genau das wollen die Sozialdemokraten nicht. Mir geht es deshalb um den Primat der Politik statt eines Primates des Marktes. Uns gemeinsam geht es darum, den Märkten Grenzen zu setzen. Wir wollen nicht wie andere den Markt an die Stelle des Staates setzen und die Menschen damit alleine lassen. Denn es gibt Lebensbereiche, deren Qualität nur erhalten und nur gesichert werden kann, wenn sie eben nicht zu reinen Marktbeziehungen werden. Dazu gehört Bildung, dazu gehört die wichtige Versorgung für Bürger und Bürger mit Gütern wie Wasser und Strom. Dazu gehört, dass Menschen sicher durch unsere Straßen gehen können. Dazu gehört auch, dass Mieten erschwinglich sind und dass nicht nur Eliten sich Kultur leisten können. All dies gehört dazu. Diese Ausdehnung eines platten und sehr radikalen Marktverständnisses und ihre ideologische Begründung hat Lebensbereiche erfasst, in die sie definitiv nicht gehören. Der Markt hat sich vor demokratischen Lebens- und Arbeitsformen zu rechtfertigen und nicht umgekehrt. Ich zitiere Erhard Eppler. Das kommt von dir, aus einem längeren Aufsatz, den du vor 2 oder 3 Jahren geschrieben hast. Wir sagen, niemand hat das klarer ausgedrückt als Erhard Eppler. Wer das aber anders sieht, gefährdet, wie ich glaube, nicht nur die Ökonomie, nicht nur die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Landes, sondern auch den sozialen Zusammenhalt und letztlich demokratische Substanz in unserer Gesellschaft. Und das ist genau die Richtungsfrage, vor der Deutschland steht. Es geht wieder um ein neues Gleichgewicht. Es geht um eine Renaissance der sozialen Marktwirtschaft. Und es geht darum, die Marktwirtschaft sehr viel stärker wieder auf das Gemeinwohl zu verpflichten. Die Wirtschaftspolitik ist nur dann und so lange gut, als sie den Menschen zum Nutzen und Segen gereicht.
Wisst ihr, welcher böse Sozialdemokrat das gesagt hat? Ludwig Erhard. Wenn der heute noch leben würde. Auch in Kenntnis seines bemerkenswerten Buches Wohlstand für alle, Mitte der 50er Jahre geschrieben. Denn wäre der heute garantiert nicht mehr in der CDU, wobei es Zweifel gibt, ob er da je gewesen ist. Deshalb sage ich mit aller Bestimmtheit, Eigentum und wirtschaftlicher Erfolg verpflichten. Denn erst eine stabile politische und gesellschaftliche Ordnung legen überhaupt dafür erst den Grundstein. Und nicht nur der kurze Film vor meiner Rede macht sehr deutlich, es gibt eine Sehnsucht in unserer Gesellschaft. Es gibt eine Sehnsucht, die unter dem Eindruck der Exzesse der Finanzmärkte, die angesichts der Entwertung der persönlichen Leistung in der Arbeit, die in der Ablehnung eines rücksichtslosen Egoismus nach mehr Gerechtigkeit, Maß und Mitte sich orientieren. Deutschland braucht wieder mehr Wir und weniger Ich. Miteinander können wir eben mehr. Liebe Genossinnen und Genossen, wir werden die Bundestagswahl zu einer Auseinandersetzung über die Gesellschaftspolitik mit der CDU-CSU machen. Will sagen, statt einer Lohnuntergrenze ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn. Statt Lohn, Druck und Flucht aus Tarifverträgen faire Löhne für gute Arbeit und Stärkung der Tarifbindungen. Statt Lebensleistungsrente mit 10 oder 20 Euro über die Grundsicherung hinaus eine armutsfeste Solidarrente. Statt 5 Euro Pflegebar eine bessere Pflege für alle. Statt einfach nur Praxisgebühr weg, 2 Klassensysteme im Gesundheitswesen weg. Statt Flexiquote, Frauenquote. Statt Betreuungsgeld der Ausbau von Kindertagesstätten und Ganztagsgrundschulen. Statt früh selektierende Schulsysteme mehr Durchlässigkeit und Förderung. Statt reparierendem Sozialstaat mit nachlaufenden Kosten lieber einen vorsorgenden Sozialstaat, der in die Befähigung der Menschen hinein investiert. So wie das Hannelore Kraft in Nordrhein-Westfalen zum Gegenstand ihrer Politik gemacht hat. Statt Ehegattensplitting, das die Erwerbstätigkeit von Frauen eher behindert, ein Steuersystem, das den bunten Lebensentwürfen in dieser Gesellschaft entspricht. Statt Kapitulation von dem Erpressungspotenzial von Finanzmärkten, eine rigidere Regulierung und Aufsicht von Finanzmärkten. Und schließlich, statt leise Treterei im Umgang mit Steuerbetrug und Steuerhinterziehung, kein Pardon mit Steuersündern. Wir können gemeinsam die Frage nach der Unterscheidbarkeit unserer Politik gegenüber den Positionen der CDU-CSU sehr genau und sehr präzise beschreiben, wie ihr gerade gehört habt.
Ich möchte mit euch, liebe Genossinnen und Genossen, im Wahlkampf für einen solchen Politik, einen solchen Richtungswechsel kämpfen, damit es anschließend zu einem Regierungswechsel in Deutschland kommt. Und die Antwort, wie das funktioniert, ist ziemlich eindeutig. Rot-Grün. Wenn ich gelb sehe, sehe ich schwarz, wenn ich schwarz sehe, sehe ich rot. Ja, mit Ausnahme von Borussia Dortmund. Ernsthaft, worüber ich mir keinen Kopf mache, ist ein anderes Szenario und bitte ihr auch nicht. Diese Koalitionsspielchen, die es gelegentlich gibt und diese Stratego-Anwandlungen, die es gelegentlich gibt, die können wir gerne anderen überlassen. Es wird im nächsten Jahr, liebe Genossinnen und Genossen, einen Regierungswechsel geben. Es wird ihn geben. Zwei Drittel der Deutschen wollen längst nicht mehr diese Koalition aus CDU, CSU und FDP. Es wird also einen Regierungswechsel geben. Der Punkt ist nur, ob es einen halben Regierungswechsel gibt oder einen ganzen Regierungswechsel. Und ich möchte einen ganzen Regierungswechsel. Wahlen, liebe Genossinnen und Genossen, werden in der Mitte der Gesellschaft gewonnen. Das wissen alle, die in letzter Zeit für die SPD-Wahlen gewonnen haben. Kurt Beck, Hannelore Kraft, Olaf Scholz, Matthias Platzek, Thorsten Albig, viele andere wie Klaus Wowereit, Jens Börnsen, Erwin Sellering, Peter Feldmann in Frankfurt, Susanne Gaschke in Kiel und Frank Mentrum in Karlsruhe. Alle wissen das. Und am 20. Januar wird der neue Ministerpräsident hier in Nordrhein-Westfalen deshalb auch Stefan Weil heißen. Naja, wir wollten ja schon mal fusionieren. War ich etwas zu Nordrhein-Westfalen fixiert? Naja, gut, das ist ja nicht das ist ja ehrenhaft, wie ich finde. Das sind die. Aber worauf ich hinaus will, liebe Genossinnen und Genossen, Mitte heißt nicht Orientierungslosigkeit oder Prinzipienlosigkeit. Mitte heißt, die Interessen der Menschen in Deutschland ins Zentrum unserer Politik zu rücken. Sigmar Gabriel hat das, wie ich finde, in einer sehr großen Rede auf dem Dresdner Parteitag 2009 gesagt. Wörtlich: Die politische Mitte in Deutschland war nie ein fester Ort. Ich finde eine sehr gute Feststellung. Nie eine bestimmte Gruppe in der Gesellschaft oder der Wählerschaft. Die politische Mitte hat der gewonnen, der in den Augen der Menschen die richtigen Fragen und die richtigen Antworten bereithält. Dies unterstreiche ich mit mehreren großen Ausrufungszeichen. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, wollen wir um die Deutungshoheit in der politischen Mitte, aber auch über die politische Mitte in Deutschland kämpfen. Das ist von einer entscheidenden Bedeutung. Sigmar Gabriel danke ich, dass er unsere Partei nach dem
Niederschlag von 2009 wieder an die Rampe der Regierungsnahme geführt hat und es jetzt mit seiner Unterstützung noch den Schubs geben muss, dass wir über diese Regierungsrampe auch in die Regierung kommen. Sigmar, ich danke dir herzlich für das, was du in den letzten Jahren gemacht hast. Und dir, lieber Frank, danke ich für eine sehr kluge, eine sehr starke Fraktionsführung und als Bandmitglied der Rolling Stones für die freundschaftliche Beziehung, die wir teilen. Herzlichen Dank. Eine Troika, liebe Genossinnen und Genossen, ist gut, zumal die anderen keine haben. Wir leben in einem guten, in einem starken Land, zweifellos. Das zeigt schon ein Blick auf die derzeitige Situation in vielen Ländern Europas und erst recht auf die Länder in anderen Kontinenten. Und deshalb lasst uns nicht den Fehler machen, liebe Genossinnen und Genossen, das schlecht zu reden oder gar Cassandra zu spielen. Cassandra ist nicht sehr beliebt. Das entspricht übrigens auch nicht der Lebensleistung vieler Bürgerinnen und Bürger. Das entspräche nicht der Mehrzahl der Wahrnehmungen und auch nicht dem Lebensgefühl der meisten Menschen in Deutschland. Doch das ist eben nur ein Teil der Wahrheit. Die Arbeitslosenzahlen suggerieren Stabilität, obwohl sie nichts über die Qualität und schon gar nichts über die Bezahlung der Arbeit sagen. Das derzeit vergleichsweise gute Wirtschaftswachstum suggeriert ein Weiter-so, obwohl immer weniger davon profitieren und sich die Wolken am Konjunkturhimmel ja eher zuziehen. Und die sprudelnden Steuereinnahmen, sie suggerieren dauerhafte Mehreinnahmen, die sich aber, wie viele die Erfahrung mehrfach gemacht haben, sehr schnell verflüchtigen können. Frau Merkel sagt, sie führt die beste und erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung. Selten so gelacht. Spielte sie das als politisches Kabarett, dann könnte man ihr das noch als schlechten Witz durchgehen lassen. Da es aber ernst gemeint war, lässt dies auf eine Sinnestäuschung schließen, die man durchaus als Risikofaktor bezeichnen kann. Man kann nach Abraham Lincoln alle Menschen einige Zeit und einige Menschen alle Zeit, aber nicht alle Menschen alle Zeit zum Narren und durch den Ring führen. Das ist der Versuch von Frau Merkel. Tatsächlich blendet die Bundesregierung die Realität aus. Das ist ungefähr so, als ob jemand im Winter vor seiner Strandmotivtapete steht und sich mit Sonnenmilch einreibt. Es gibt eben eine wachsende, eine steigende Zahl von Bürgerinnen und Bürgern, die sich trotz stabiler Arbeitslosenzahlen und steigendem Wachstum ausgeschlossen und abgehängt fühlen. Das sind inzwischen Millionen in Deutschland. Es sind Menschen, mit denen wir übrigens Tag für Tag durchaus in Berührung kommen. Zum Beispiel in Pflegeheimen, wo Pflegekräfte, die unsere Mütter und Väter teilnehmend und unter großem körperlichen Anstrengung betreuen, eben nicht angemessen bezahlt werden. Zum Beispiel in Produktionshallen. In Produktionshallen, wo weltweit erfolgreiche Unternehmen Kolleginnen und Kollegen beschäftigen, die in der Montage das Gleiche tun, aber dennoch unterschiedlich bis zu 30-40% bezahlt werden.
Und wir erleben das in unserem unmittelbaren privaten Bereich, wo unsere Kinder nach einer teilweise sehr guten Ausbildung trotzdem von einem Praktikum, teilweise unbezahlt, zum anderen hoppen müssen und keine berufliche Perspektive haben und nicht auf eigenen Füßen stehen. Das erleben wir am laufenden Band. Und dann sind da noch diejenigen, die schon aufgegeben haben. Schon aufgegeben haben, nach einer Arbeit zu suchen. Und beileibe die meisten daran sind nicht selber daran schuld, sondern stellt fest, dass die Möglichkeit, Arbeit zu finden, eben vom Bildungsstand, Alter, Gesundheit ist, wie groß auch immer ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind, sie gelten nicht für sie. Und auch dies ist eine Millionenzahl. Die Fliehkräfte in dieser Gesellschaft, ein Begriff, den ich in der Tat bei einer anderen Nominierungsrede das erste Mal gebraucht habe, im November 2002 bei einem Nominierungsparteitag zum nordrhein-westfälischen Ministerpräsident. Ich bleibe bei diesem Begriff. Die Fliehkräfte in dieser Gesellschaft nehmen zu. Sie nehmen zu durch eine wachsende Kluft von Vermögens- und Einkommensbeziehern, durch unterschiedliche Startchancen von Kindern aus materiell besser gestellten Etagen unserer Gesellschaft und bildungsferneren Schichten, durch die Spaltung des Arbeitsmarktes, weil die Zahl der unsicheren, der unterbezahlten Jobs zunimmt, und auch durch finanziell marode Kommunen, die ihre sozialen Brennpunkte nicht mehr in den Griff kriegen, weil ihnen das Geld fehlt dafür. Das mag einigen, ich hoffe sehr wenigen in den oberen Etagen unseres gesellschaftlichen Gebäudes verhältnismäßig gleichgültig sein. Mir und uns macht es Sorgen. Ich sage denjenigen, die in den Penthouse-Wohnungen eher leben, auf Dauer könnt ihr nur so weit in Ruhe leben, wie der Hausfrieden auch in den mittleren Etagen gilt und vom Untergeschoss es einen Fahrstuhl zum Aufstieg gibt. Erst dann ist dieses Gebäude intakt. Kracht diese ganze Bude in sich zusammen. Und diese Gefahr zeigt sich. Diese Gefahr ist da. Diese Gefahr zeigt sich zum Beispiel, wenn wir darauf blicken, dass bei der Bundestagswahl 2009 die Wahlbeteiligung in sozial schwächeren, in ärmeren Stadtvierteln um bis zu 45% niedriger war als in den reicheren, besser betuchten Stadtvierteln. Was heißt das auf Dauer für die Demokratie? Das zeigt, dass unser Land nicht nur materiell auseinanderdriftet, sondern dass auch ein noch stiller Rückzug aus dem Öffentlichen stattfindet. Wer aber nicht wählt, der verzichtet auf Einfluss und überlässt damit anderen das Sagen, die möglicherweise anderes im Sinn haben. Und das wiederum verschärft die Drift in der Gesellschaft. Wie wenig die Bundesregierung daran interessiert ist, zeigt der Umgang mit dem Armuts- und Reichtumsbericht, den Sigmar schon erwähnte. Da werden Sätze wie die Privatvermögen sind in Deutschland sehr ungleich verteilt herausgestrichen, obwohl man niemanden finden wird im Statistischen Bundesamt, der diese Aussage widerlegen würde. Andere Sätze werden ebenfalls gestrichen. Tatsächlich, und das ist meine Befürchtung, kommt es zunehmend zu einer Entwicklung von Parallelgesellschaften in Deutschland. Und zwar oben und unten. Unten fühlen sich viele ausgegrenzt, ausgeschlossen von der Wohlstandsentwicklung und auch von der öffentlichen Teilhabe, vom öffentlichen Leben. Und oben lebt eine durchaus prosperierende Schicht, die sich in ihrer eigenen Wirklichkeit es ebenfalls, nicht ebenfalls, sondern die es sich in ihrer eigenen Wirklichkeit bequem gemacht hat. Sie teilt übrigens paradoxerweise das Gefühl derjenigen unten, nämlich eigentlich nicht dazu zu gehören. Nur natürlich aus ganz anderen Gründen. Sie kann sich viele Leistungen, Bildung für die Kinder, Sicherheit, Mobilität, Kultur, privat kaufen. Und sie ist deshalb nicht auf eine auskömmliche finanzielle Ausstattung von Kommunen und Ländern und Bund angewiesen, die dieses Geld brauchen, um die Leistung denjenigen zur Verfügung zu stellen, die sich diese nicht leisten können. Deshalb brauchen wir einen starken Staat, der über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügt.
Wir wollen, dass gleiche Rechte und gleiche Chancen nicht nur in der Verfassung stehen, sondern dass sie Realität werden. Und dazu brauchen wir einen starken Staat, der über entsprechende Steuereinnahmen verfügen kann. Die SPD mit einer Bundesregierung unter meiner Führung wird deshalb aus guten Gründen nicht alle Steuern für alle, aber einige Steuern für einige erhöhen. Und wir werden dies nicht verzagt, nicht verschämt machen, sondern wir werden dies gut begründet machen. Erstens für mehr Bildung als dem Schlüsselfaktor für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunft dieses Landes. Ich will mit euch nicht länger hinnehmen, dass man Schulen daran erkennt, dass sie die verkommensten Gebäude der Stadt sind. Ich will mit euch und all denjenigen, die in den Ländern dafür Verantwortung tragen, nicht mehr hinnehmen, dass jedes Jahr rund 10% der Jugendlichen keinen Schulabschluss machen. Das muss anders werden, Genossinnen und Genossen. Bildung ist in Deutschland sträflicherweise mit 1% unserer jährlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unterfinanziert. Mit dem 1% können vielleicht viele nicht anfangen. Aber dieses 1% bedeutet, dass 25 Milliarden in Deutschland jährlich fehlen, um in Bildung zu investieren, über die gesamte Bandbreite. Von der U3-Betreuung über Kindertagesstätten, allgemeinbildende Schulen, berufliche Ausbildung, akademische Ausbildung und die Qualifizierung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dafür brauchen wir dieses Geld. Zweitens brauchen wir dieses Geld für die Kommunen. Für die Kommunen, im unmittelbaren Lebensbereich der Menschen. Wir brauchen das Geld für die Kommunen, damit sie Kindertagesstätten, Jugendzentren, Volkshochschulen, Schwimmbäder, Theater, Bibliotheken bauen und unterhalten können und all die öffentlichen Leistungen anbieten, die eben viele Menschen sich nicht privat kaufen und leisten können. Drittens brauchen wir dieses Geld für Infrastruktur, auch und gerade für wirtschaftsnahe Infrastruktur. Verkehr, Logistik, Kommunikation zum Beispiel und Energie. Hannelore Kraft hat mir in einem Gespräch Anfang dieser Woche über diese gesperrte Autobahnbrücke am Leverkusener Kreuz erzählt und anschließend gesagt, dass es wahrscheinlich an die 250 oder 400 marode Brücken gibt, alleine mit Blick auf Bundesfernstraßen, die so marode sind, dass es einen Investitionsbedarf von 3,5 Milliarden Euro alleine in Nordrhein-Westfalen gibt. So, das kann man hochrechnen auf alle anderen Länder, auch auf Niedersachsen. Ja, da klatscht eine Kollegin aus Niedersachsen. So, worauf ich hinaus will, wir werden dieses Geld brauchen, um alleine die Qualität unserer derzeitigen Infrastruktur zu erhalten, geschweige sie denn bei Kommunikation auszubauen und geschweige denn das zu realisieren, was bisher ebenfalls nur eine Hülse ist, nämlich die Energiewende. Darauf werde ich zurückkommen. Viertens, wir brauchen ja, und das sage ich sehr bewusst, dieses Geld auch, um die Schuldenbremse im Grundgesetz einzuhalten. Ich möchte weiterhin in meiner eigenen Partei dafür werben, das Thema der Verschuldung, der öffentlichen Verschuldung, sehr ernst zu nehmen. Es ist Bestandteil auch unseres Gerechtigkeitsbegriffes. Nämlich des Teils, wo wir über Generationsgerechtigkeit zu reden haben, mit Blick auf den Kapitaldienst, die Zinsen, die unsere Kinder und Kindeskinder einigermaßen oder eines Tages ausgeben müssen für die Schulden, die wir heute machen. Nehmt das Thema ernst, mit Blick auch auf diese Schuldenbremse. Es ist in der Wahrnehmung von vielen Bürgerinnen und Bürgern nicht nebensächlich, dass wir mit öffentlichem Geld, dass wir mit ihrem Steuergeld verantwortungsbewusst umgehen. Allein aus diesen vier genannten Gründen wird die SPD den Spitzensteuersatz so erhöhen, dass er mittlere Einkommen auch und gerade von Facharbeitern nicht in Mitleidenschaft zieht. Wir werden die Besteuerung von Kapitaleinkünften erhöhen. Wir werden das Ehegattensplitting für zukünftige Ehen so reformieren, dass frei werdende Mittel in die Kinderbetreuung und die Bildung fließen können.
Wir werden das Aufkommen der Erbschaftssteuer erhöhen wollen, durch Freigrenzen oder unter Beachtung von Freigrenzen der nächsten Familienangehörigen und auch der Verschonung des betrieblichen Vermögens. Und, Genossinnen und Genossen, wir werden die Vermögensteuer so reaktivieren, dass eine Substanzbesteuerung für den deutschen Mittelstand und insbesondere Familienunternehmen vermieden werden kann. Wir werden die Finanzmarkttransaktionssteuer durchsetzen, die mir in Brüssel nach wie vor auf Eis gelegen zu sein scheint. Und wer aus all diesen Maßnahmen nun propagandistisch den Untergang des Abendlandes malt, die können wir sowieso nicht erreichen. Also bleiben wir bei dieser Position und vertreten sie offensiv und nicht verschämt. Liebe Genossinnen und Genossen, meine Mutter war eine sehr selbstbewusste Frau. Die ist mit 17 Jahren, also vor dem Zweiten Weltkrieg, 2 Jahre lang in Dänemark und in Schweden aufgewachsen und tätig gewesen. Und nie werde ich ihren Eintrag in einem kleinen Notizbuch vergessen, den sie nach ihrer Rückkehr 1939, kurz vor Kriegsausbruch, gemacht hat und wo sie hineingeschrieben hat, dass sie nur nach all den wunderbaren Erfahrungen der Freizügigkeit und der Unbeschwertheit in Deutschland in einem Land der Blockwarte und der Dumpfbackigkeit landen würde. Diese Haltung meiner Mutter hat übrigens in den Diskussionen schon der 50er Jahre maßgeblich die Erziehung meines Bruders und mir beeinflusst, nachhaltig beeinflusst. Sie wäre nach dem Krieg gerne Hutmacherin geworden. Aber wie viele Millionen anderer Familien in Westdeutschland haben meine Eltern nach dem Krieg im üblichen Rollenmodell der Alleinverdiener-Ehe gelebt. Seitdem hat sich aber unsere Gesellschaft verändert. Sie ist vielfältiger, heterogener und sehr viel freier geworden. Und sie ist größer geworden. 17 Millionen Bürgerinnen und Bürger in den neuen Ländern haben nie vorrangig in diesem Modell der Alleinverdiener-Ehe gelebt. Und trotzdem fördert unser Steuersystem heute immer noch sehr einseitig den Lebensentwurf der Alleinverdiener-Ehe. Jenseits dessen, was sich gesellschaftlich längst verändert hat. Unser Steuerrecht folgt einem völlig überholten Rollenverständnis von Frauen, Männern und Familien. Alleinerziehende, geschiedene Väter und Mütter, Doppelverdiener-Ehen mit unterschiedlich hohen Einkommen, alle werden in der Biedermeier-Idylle dieser Merkelschen Koalition steuerlich eher bestraft. Alle merken das. Die alleinerziehende Mutter in Steuerklasse 2, die geschiedenen Väter und Mütter, die sich aber gleichermaßen um ihre Kinder kümmern, in Steuerklasse 2, eingetragene Lebenspartnerschaften von lesbischen und schwulen Paaren wird eine gleiche steuerliche Behandlung wie der heterogenen Ehe verweigert, bis hin in den jüngsten Bundesparteitag der CDU, ausgerechnet in Hannover. Nur diese Bundesregierung fühlt sich damit wohl und will auch nichts ändern, weil sie gesellschaftspolitisch rückwärtsgewandt ist und weil sie keine Antwort auf den Wandel unterschiedlicher Lebensentwürfe und Lebensverläufe inzwischen in unserer Gesellschaft hat. Also müssen wir die tragende politische Kraft sein, die diesen geänderten Lebensverläufen und Biografien Rechnung tragen. Diese Koalition bestraft Frauen, sie bestraft alternative Lebensentwürfe, sie verschärft den Fachkräftemangel und erschwert damit auch die Bewältigung des demografischen Wandels. Deshalb werden wir das Ehegattensplitting reformieren. Für neu geschlossene Ehen brauchen wir eine Individualbesteuerung unter Berücksichtigung von Unterhaltspflichten. Die können entstehen genauso bei Männern wie bei Frauen. Denn wir brauchen angesichts des Rückganges von ungefähr 6 Millionen Fachkräften in der Perspektive der nächsten 10 bis 15 Jahre
alle gut ausgebildeten Männer und Frauen. Übrigens auch, damit das Rentenniveau nicht weiter absinkt und das Problem der Altersarmut konkret werden könnte. Auch deshalb. Das ist keine Steuerpolitik mehr, das ist Gesellschaftspolitik. Wir reden an dieser Stelle über Gesellschaftspolitik. Dass die oberen Einkommensklassen übrigens über Kinderfreibeträge stärker entlastet werden als Familien mit mittleren und geringen Einkommen über das Kindergeld. Auch das sollten wir ändern. Dem Staat muss alleine schon aus Verfassungsgründen jedes Kind gleich viel wert sein. Und das ist im Augenblick nicht der Fall über die Lösung mit Kinderfreibeträgen für die oberen und Kindergeld für die mittleren und unteren Einkommen.